Servus Leute, hier ist wieder euer Manu und ja, dieses Video mache ich aus dem einfachen Grund. Ich wurde im Clan-Chat gefragt, wo man Attack levelt, also wo man seine PvP-Skills, wie auch immer, skillt. Hier habe ich eine relativ gute Stelle gefunden, beziehungsweise sie wurde mir von einem Kumpel gesagt, warte, von Kneli hat mir das gesagt, weil ich war erst bei Hill Giants und ja, es war ein bisschen voll in Varrok, da im Edgeville Dungeon, ne? Da dachte ich so, ja, wo kann ich denn sonst hin? Hat er mir gesagt, ja, geh mal über Castle Wars. Also ihr portet euch nach Castle Wars, rennt hier hoch, Observatory vorbei, hier durch die kleine Ruine, zack, hier seid ihr. Ist ein Laufweg von, ja, nicht lange. Und hier sind die, das sind, ja, wie viel sind das? 3, 6 Stück, jo, passt. Und wenn ihr hier seid, könnt ihr ganz in Ruhe, also hier sind so gut wie nie Leute, weil es einfach mal ein bisschen zu weit von der Bank weg ist und weil es eigentlich auch so ein Geheimtipp ist. Nehmt euch einen Attic-Pot mit, einen Stärke-Pot mit und die Party kann starten, würde ich sagen. Jo, also ich bin jetzt fast Level 60 mit Death. Das bedeutet, ja, total 1200, nice. Das bedeutet, ich kann jetzt fast meine Dragon Plate Legs und mein Obsidian-Schild tragen, da freue ich mich schon richtig drauf, weil hat lang gedauert. Naja, also hier macht man circa, ich würde sagen, also wenn ihr die Bones liegen lasst, macht ihr circa 30 bis 35k XP die Stunde. Ich heb's jetzt im Moment auf, weil ich jetzt sowieso gleich gehe. Aber wenn ihr sie liegen lasst und sie nicht ne, buried, also vollgrabt, dann macht ihr ca. 35k XP die Stunde. Also pur auf Attack, Stärke oder Verteidigung. Eins der drei Skills. Yo. Wenn noch Fragen dazu bestehen, schreibt mir in YouTube oder im Game im Clan-Chat. Genau, Thema Clan-Chat. Geht einfach auf Join Chat und gebt meinen Namen ein, Smoothie. Dann kommt ihr in den Clan-Chat von uns rein. Jo, und dann könnt ihr euch mit uns unterhalten und umso voller er wird, umso größer, sage ich mal so, wird die Community und wir können uns miteinander austauschen und zusammen zocken, wie auch immer. Jo, joint einfach den Channel und jo, dann zocken wir zusammen. Noch zwei Mobs sind, bin ich Level 60 in Death. Endlich, dann kann ich ja nicht Slayer trainieren. Dann gehe ich erstmal pur auf Stärke, mach 60 Stärke. Dann mache ich, genau, ich sollte die ja mal grüßen, ne? Ich soll Pizza Fix und The Savior grüßen und 60 Def, nice one, geht doch. Direkt anziehen, die Scheiße, ja. Genau, mache ich jetzt mal Slayer und mache jetzt mal 60 Stärke. Und zip. Jo, dann mache ich erstmal 60 Stärke und wenn ich 60 Stärke habe, mache ich 70 Attack und 70 Def. Und dann wird 99 Stärke gemacht. So ist der Plan und circa in 2 Wochen habe ich geplant, mache ich mein Fire Cap. Ob das was wird, mal gucken. Jetzt gehe ich erstmal eine Runde Planks machen, also Ork Planks. Damit ich mein Construction Level hoch machen kann. Damit ich endlich einen guten Altar habe, denn ich will euch zeigen, welchen Altar ich haben will. Ich möchte haben Limestone Altar. Da gibt 275% mit beiden beiden Leuchtern. Gut. Jetzt so sieht mein Charakter jetzt bisher aus. Mir fehlen jetzt nur noch Runenboots. Die müsste ich irgendwie mal kaufen. Und wenn ich 70 Attack habe, kann ich eine VIP tragen. Dann ist der wahrscheinlich schon so gut wie fertig. Wenn ich dann ein bisschen Geld zusammengekratzt habe, also sobald ich Prayer auf 70 habe, werde ich alles Geld reinballern, um mir einen Dragon Shame Buddy zu kaufen. Das wird geil. Ja, Mann. Dann noch eine VIP dazu. Wird nice. Dann noch einen Runen Defender. Ja, wird sich noch viel verändern. Also Leute, haut rein und wie gesagt, ich zeige es euch nochmal, wo es ist. Castle Wars teleportieren, hochrennen, Observatory vorbei, eine Ruine vorbei, hier oben. Warte, zack, da oben. Jo, also viel Spaß beim Zocken, Leute, und haut rein.